Moin moin und willkommen zu meinen April-Pickups. Diesen Monat mal etwas früher, aber es kommt eh nichts mehr dazu. Wie angekündigt, diesen Monat wird es etwas weniger, was zumindest den Retro-Kram angeht. Diesmal habe ich mir natürlich gekauft, auch ein sehr, sehr cooles, großes und teures Stück. Das kommt aber zum Schluss, ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Und zwar will ich dieses Pickup-Video dieses Mal in zwei Teile tun. Und zwar habe ich bei den guten Kollegen von Orbit bei dem Gewinnspiel zum 200. Abonnenten ein großes Paket gewonnen, was ich hier liegen habe. Das möchte ich euch natürlich vorstellen. Die Jungs haben echt da ordentlich was reingetan. Also an dieser Stelle vielen Dank an euch. Wenn ihr die noch nicht kennen solltet, abonniert die bitte. Vor allen Dingen das Game Gear-Video hat mir sehr gut gefallen. Und außerdem, einer von den drei Jungs heißt Henning, genauso wie ich, und hat einen epischen Bart. Also, was kann da viel schief gehen? Die haben einen sehr schönen Stil, sind immer so vor einer Schaufensterfront. Das sieht immer so ein bisschen aus wie diese Comedy, nicht Comedy, also diese Stand-Up-Serie. Nightwash heißt es, so. sehr cooler Stil, kann ich euch nur empfehlen. Besucht die Leute, ich habe die euch unten verlinkt und lasst ein Abo da. Fangen wir gleich mit dem Gewinn an. Und zwar natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ich gewonnen habe. Vielen Dank, freut mich sehr. Ich weiß zwar nicht, wie viel teilgenommen haben, aber normalerweise habe ich nicht so viel Glück bei Gewinnspielen, aber hey. So, fangen wir mal an. Und zwar haben sie reingetan ein Gameboy Link Kabel. Sehr schön, kann ich auch auf jeden Fall gut gebrauchen. Da ich gar kein Link-Kabel habe. Ich meine, in der heutigen Zeit, die Dinger benutzt man ja nicht mehr so wirklich. Hat man ja schon damals eher, naja, sagen wir mal, selten benutzt. Ihr werdet es wahrscheinlich alle so wie ich erlebt haben. Hoffe ich zumindest nicht, dass einfach keiner mit mir spielen wollte. Aber es ist natürlich cool, so eins zu haben. Sehr schön. Dann haben sie ein Buch dazu gepackt, und zwar Hand of God Legends. Es sagt mir ehrlich gesagt gar nicht. Ist aber laut Dings, laut Brücktext ein Roman zu einem Action-Rollenspiel, Hand of God, sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Ich weiß nicht, ist das irgendwie Konsole gewesen oder so? Kann es daran liegen? Ich habe keine Ahnung, aber ich lese auch gerne viel Science-Fiction und Fantasy. Ich werde da auf jeden Fall mal reintauchen. Ich bin mal für gute Buchideen und Vorschläge sehr dankbar. So, und dann haben sie dazu gepackt Vogelparade. Sieht so ein bisschen aus wie so Candy Crush Verschnitt oder irgendwie sowas. Ist nichts ganz meins, aber ich habe eine Kollegin, die verschlingt diese Spiele. Das werde ich auf jeden Fall der weiter verschenken. Da wird sie sich sehr freuen, also es wird auf jeden Fall gespielt. Dann ist drin ein kleiner Koffer. Es steht drauf Aluminium Case for the Game Boy Micro. Ja, ich habe leider keinen Game Boy Micro, der da reinkommt. Ich werde es aber, denke ich mal, ich werfe mal alles auf den Boden, weil ich hier alles so vollgestellt habe. Ich werde es, denke ich mal, für meine Switch-Spiele zum Beispiel benutzen, um mich da rein zu sortieren. Das dürfte ganz gut passen auf jeden Fall. So ein kleines Kästchen, wo man seine kleinen Module reintun kann. Sehr geil. Freut mich sehr. Dann, also ihr seht schon, es ist einiges drin. Ein PS3 Basic Controller. Den kann ich nicht so wirklich benutzen, weil ich keine PlayStation habe. Werde ich dann wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal auch weiter verlosen oder verschenken, falls wer eine PlayStation hat und so weiter. Es geht wieder weiter. Denn ein weiteres Spiel, Hot Wheels Jets. Da finde ich ganz cool. Ne? Auf der anderen Seite, hier ist sogar ein Hot Wheel Auto oder Flugzeug oder Boot oder keine Ahnung, was das sein soll. Ja, man sieht mir ja die Killerkatze im Hintergrund. sieht ja so ein bisschen kindgerecht aus. Hat keine großen Anforderungen, was den PC angeht. Auch noch original verschweißt, wie man sieht. Da habe ich auf jeden Fall einen guten Kandidaten. Eine Arbeitskollegin hat einen 6-jährigen Sohn. Ich denke mal, der dürfte sich darüber sehr freuen. Ich meine, Hot Wheels geht da immer. So, und noch was. Das ist aber auch das letzte Teil. Die Jungs haben es echt übertrieben. Terrorist Takedown Trilogy. Sagt mir
ehrlich gesagt gar nichts. Also man sieht wirklich drei Spiele. Wenn man sich da hinten mal das anschaut, da sieht es eher so nach Wave-Shooter aus oder ähnliches. Ich werde irgendwann mal reinschnuppern, aber naja, wenn es drei Teile davon gibt, dann scheint es sich da einigermaßen verkauft zu haben. Das heißt, ganz so kacke kann es nicht sein. Aber schauen wir mal. Das war das Paket auf jeden Fall. Ich tue es mal zur Seite. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich riesige Paket, Jungs. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und als ich das Paket vom Postboten bekommen habe, ihr hättet ja angekündigt, dass ich schon gewonnen habe, dachte ich mir nur so, oh mein Gott, ist das groß und schwer und da ist ordentlich was drin. Mein Gott. Also vielen, vielen Dank, Leute, und alle, die die noch nicht kennen, bitte schaut vorbei und lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. So, und jetzt kommen wir zu meinen normalen Pickups. Und zwar fange ich erstmal mit den neuen Sachen an. Und zwar habe ich mir gekauft Picross 3D Round 2 für den 3DS. Habe ich quasi gebraucht, gekauft, war aber noch neu verschweißt. Kriegt man hinterher, fast hinterher geworfen. Und zwar bin ich dadurch durch euch gekommen. Ich weiß nicht mehr, wer genau das von euch vorgeschlagen hat. Tut mir leid, ich bin immer nicht sehr gut im Namen merken. Und zwar in meinem Picross-Video war ich ja sehr, sehr angetan von dieser Spielidee. Und das hat mich angefixt. Ich habe Picross lange liegen lassen. Weil irgendwie so auf den ersten Blick hat sich mir das nicht erschlossen. Aber für meinen Test habe ich dann ja die Gelegenheit genutzt, um mich da mal reinzufuchsen. Ich meine, die Regeln sind nicht wirklich schwer. Und da meinte ja einer von euch, hey, auf dem 3DS gibt es noch einige andere Titel und auch mit 3D. Und dachte ich mir so, boah, 3D, das ist bestimmt pervers. Das muss ich mal probieren, wie das ist. Macht sehr, sehr viel Spaß. Auch da hat mir mittlerweile aber meine Arbeitskollegin mein 3DS auf der Arbeit geklaut und spielt das fast mehr als ich. Also die fixt sich auch immer mit solchen Ideen an. Sehr, sehr viel Spaß. War eine sehr, sehr gute Empfehlung. Danke euch auf jeden Fall. So, dann natürlich auch für die Switch neues Futter. Axiom Verge. Da möchte ich erst noch mal ein bisschen ausholen. Und zwar möchte ich mich erstmal für euch alle bedanken, die durch meinen Amazon-Link schon was bestellt haben. So ein bisschen ist schon was zusammengekommen. Bin so kurz vor der ersten Auszahlung. Also man kann sich ab einer Provision von 25 Euro was auszahlen lassen. Deswegen habe ich euch, wenn euch diese neuen Spiele interessiert, die man bei Amazon kriegt, auch unten die Verlinks gemacht, wenn euch das Spiel interessiert, dann einfach raufklicken, könnt ihr euch bestellen, dann kriege ich, keine Ahnung, 50 Cent oder irgendwie sowas was ab, aber besser als nichts. Auf jeden Fall, Axiom Verge, das ist ja eigentlich ein relativ altes Spiel. Viele werden es vielleicht schon von euch kennen. Ich hatte es auch schon seit Ewigkeiten auf Steam auf der Wunschliste. Ist 2015, glaube ich, erschienen, wenn ich das richtig lese. Ja, habe ich auf der Wunschliste gehabt, aber irgendwie auch beim Sale nie so wirklich zugeschlagen. Ich habe zwar gehört, dass es gut ist, aber ja, man sollte sowas ja schon mit einem Gamepad spielen auf dem PC. Ja, extra Umstöpsel. Ich habe zwar eins, aber es ist immer ein bisschen zu aufwendig. Aber ich dachte, jetzt auf die Switch perfekt. Auch vor allem, weil man sich ja diese ganzen Indie-Spiele jetzt auch in physischer Form kaufen kann. Und ich meine, das ist doch super, wenn man so ein bisschen was in der Hand hat, also so ein Steam-Download einfach. Ist ein Metroidvania, was ja sehr, sehr starke Anleihen an Metroid hat. Und ich habe mich in dieses Spiel wirklich ungelogen verliebt. Ich habe es, glaube ich, schon 6 oder 7 Stunden gespielt. Habe so, glaube ich, so 30-40% ungefähr von der Welt erforscht. Es ist super. Der grafische Stil, die Musik, ich bin begeistert. Und auch dieser ganze Aufbau, das ist so organisch und perfekt balanciert. Herrlich. Also wenn euch Metroid auch nur so ein bisschen gefällt, schaut in dieses Spiel rein. Es wird euch begeistern. Herrlich. Kann ich wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Dann habe ich mir noch ein Switch-Spiel geholt. Und zwar L.A. Noire. Und zwar habe ich, das hat mich wirklich geärgert bei der Installation. Hier oben steht, benötigt Internet-Download. Okay, ich habe es bei Amazon gekauft. Ich weiß nicht, ob auf dem Vorschaubild das schon ersichtlich war oder so. Ich dachte mir so, ja, wie viel kann das sein? Ich kaufe mir das,
steckt das Modul rein und dann 5 Stunden Download. Und das hätte meine Switch auch verarbeitet. Das nehme ich ganz gut mit. In der Mittagspause kann man eine kleine Runde zocken oder sowas. Und da bin ich auch schon im Internet. Da ist das auch nicht gerade langsam. Es ist kein VDSL, sonst was, aber ein normaler, solider 16.000er Anschluss. Deswegen war ich da etwas schockiert, weil ich hier zu Hause habe nur eine 3000er DSL-Leitung. Ich krieg einfach nicht mehr hin. Deswegen, ich würde zum Beispiel auch gerne mal streamen oder ähnliches, kann es aber leider nicht, weil meine Leitung das einfach nicht hergibt. Ich habe auch schon mal bei der Telekom angefragt und die meinten nur so, ja, so ein bisschen mehr könnten wir machen, so auf 6000, wenn sie denn hier dieses T-Entertain nehmen. Also Fernsehen auch da drüber laufen. Aber ich habe eine Satellitenschüssel, warum sollte ich das machen? Ich will dafür nicht bezahlen. Und zumindest nach meiner Logik her, wenn ich den ja parallel fernsehe, was ja auch Internetleitung zieht, dann habe ich wahrscheinlich im Endeffekt weniger Leitung, als wenn ich es von dieser 3000er-Aufwärtsleitung habe. Ich schweife ab. Und zwar, das hat mich wirklich schockiert. Dann frage ich mich, wieso haben sie da ein Modul? Wieso packen sie das Modul mit rein? Und dann muss man so viel noch runterladen. Leute, nee, ich kaufe so extra physisch mit Modul, da hätte doch locker bestimmt alles drauf gepasst. Also das hat mich so ein bisschen geärgert. Ich habe bisher nur kurz reingespült. Ja, hatte ich lange auf dem Radar. Hatte ich immer so ein bisschen Interesse. Ich habe es bei Amazon für 25 Euro, was ich auch irgendwie komisch fand. Dass bei Amazon hat es 25 Euro gekostet, war aber nicht lieferbar. Man konnte es aber quasi schon vorbestellen, wenn es wieder auf Lager ist. Und irgendwie andere Unterhändler haben das so für 32 Euro verkloppt. Dann habe ich doch lieber eine Woche gewartet und 7 Euro weniger bezahlt, als da 32 Euro zu bezahlen. Also macht Spaß, wie ich beurteilen kann, gute Portierung. Ich habe das damals im Original leider nicht gespielt, weil das ja vorrangig erstmal auf den Konsolen herauskam. Von daher, ja, kann ich empfehlen auf jeden Fall. Ist nicht schlecht, wer auf Detektiv steht. Man muss aber allerdings so ein bisschen englische Kenntnisse haben, meiner Meinung nach, weil die Sprachausgabe ist in Englisch, ist zwar deutsch untertitelt, aber man will ja auch nicht ständig auf diese Untertitel starren. Die Quicktime-Events nerven ein bisschen, ehrlich gesagt, weil, Quicktime-Events, man merkt, dass das ein älteres Spiel ist. Heutzutage ist das ja eigentlich mittlerweile etwas verpönt, sage ich mal, und das zu Recht. Das habe ich mir auch gemerkt, als ich jetzt, ich habe ja vor 2 Monaten Bayonetta 2 und 1 gekauft. Bayonetta 2 habe ich ja durch 1 angefangen und diese Quicktime-Events. Oh, beim ersten Mal verkackt man die natürlich immer und dann muss man neu laden. Aber Gott, ich merke schon, das wird ein Pick-up-Video, wo ich immer dauernd abschweife. So, und dann keine Überraschung. Parodius für das NES. Da habe ich ja auch schon ein kleines Video gemacht, Retro Panda angespielt. Ja, und zwar ist das eigentlich, ja, das soll vielleicht so eine unregelmäßige Serie werden, sage ich mal. Und zwar liegt das daran, dafür würde ich jetzt keinen richtigen Test machen, weil ich habe da schon für die Gameboy-Version einen Test gemacht. Und das Prinzip dasselbe Spiel und ja, extra dafür einen Test machen, vor allem, hey, es ist dasselbe, es ist bunt, es ist immer noch gut. Bringt, glaube ich, keinen was. Und Let's Plays, wie gesagt, kann ich ja leider nicht machen. Deswegen ist das so eine Art Hybrid, quasi so ein Retro-Panda quält sich mit einem guten Spiel, mit so ein bisschen Anleihen von dem guten Onkel Weidemann von Schroff gezockt mit seiner schön auf dem Klo-Serie, die ich wirklich sehr, sehr verehre. Aber die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich eh schon. Ist ein super Spiel. Und zwar bin ich erst so durch meine Tests so ein bisschen in dieses Shoot'em-Up-Genre reingerutscht. Ich bin jetzt kein Hardcore-Spieler, was das angeht. Ich bin auch nicht wirklich gut. Deswegen ist so ein Spiel, was so ein bisschen auf süß gemacht, das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Also so diese ganzen richtig Hardcore-Bullet-Hell-Spiele, die sind für mich immer noch nichts. Aber das kann man eigentlich sehr, sehr gut zocken. Wenn ihr es noch nicht kennt, könnt ihr gerne in das Video reinschauen. Macht viel Spaß, kann ich Ihnen ans Herz legen, hat aber, leidet unter extremen Slowdowns. Also das muss ich euch warnen, aber das seht ihr dann auch in dem Video. Und dann noch mehr NES, und zwar Mach Rider. Und zwar wurde das für eine Retro Panda quält sich Folge gewünscht. Ist, wie man sieht, eines dieser Black Box NES Spiele. Das sieht man an diesem bestimmten Cover, weil das halt so schwarz umrandet ist und so weiter. Ich habe auch schon die Retro Panda quält sich Folge dazu, wie gewünscht, abgedreht. Müsste so in 2 Wochen, glaube ich, circa erscheinen.
Ist ja, also ganz, ganz scheiße ist es ehrlich gesagt nicht. Es ist so ein bisschen Kind seiner Zeit. Es ist natürlich technisch, geht es für die Zeit durchaus in Ordnung. Ist 85 erschienen. Ja, so mehr. Also, ich hatte schon wesentlich, wesentlich schlechtere Kandidaten in Retro Panda Quetzig. Ihr steuert halt so ein Motorrad, wo ihr dann auf Gegner schießen könnt und so weiter. Ist solide, aber ja, nicht wirklich, wirklich gut und kann stellenweise auch frustrierend sein. Aber ihr seht mich, wie ich mich da durchquäle. Dann noch das letzte NES-Spiel und auch vorletzte Spiel, was ich mir diesen Monat gekauft habe. Und zwar Wizard and Warriors 3 für das NES. Also alle diese drei NES-Spiele habe ich bei einer Facebook-Gruppe relativ günstig bekommen. Deswegen habe ich auch mal beim NES zugeschlagen. Und zwar, das Spiel habe ich mir aus einem Grund geholt. Und zwar Wizard and Warriors 5, das Fortress of Fear. Also die Serie hat wirklich ein Talent für ellenlange Namen. Das hat auch noch einen ellenlangen Namen. Wizard and Warriors 3. Kurs, Revenge und bla bla bla, irgendwie keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, Fortress of Fear war ja auch nicht umsonst mal mein erstes Video. Das ist so ein bisschen, ja, es ist ja nicht wirklich, wirklich richtig, richtig geil, aber es ist so ein Kindheitserinnerung, was bei mir im Kopf geblieben ist. Ja, ich habe auch kurz reingespielt. Ist irgendwie verwirrend, weil man eher nach oben springt, aber ich glaube, das ist für die NES-Teile ist das fast normal. Da gibt's, ist ja der dritte Teil, es gibt natürlich auch andere Teile davon. Was mir da gefällt, ist das Kampfsystem. Und zwar bleibt ihr stehen, wenn ihr, ich glaube, die B-Taste drückt und dann könnt ihr mit dem Steuerkreuz auch oben und unten machen und dann könnt ihr halt, schlagt ihr halt dementsprechend. Das finde ich gar nicht so verkehrt, das war das Kämpfen so ein bisschen taktischer. Ich werde mal vielleicht irgendwann mal einen Test dazu machen. Sieht interessant aus, also schauen wir mal. So, und als letzten Pickup, wie versprochen, der große und ja, nicht ganz billige Burner, sage ich mal. Und zwar für das Super Nintendo. Ich zeige es euch mal. Und zwar gab es, muss ich vorführen, ja eigentlich OVPs sammle ich ja eigentlich nicht. Also Module reichen mir eigentlich, weil Hauptgrund für mich ist halt das Spielen. Man kann ja auch so ein bisschen Packung selber basteln. Ihr seht es ja bei mir im Hintergrund. Aber da, ihr seht es auch. Zwei große OVPs habe ich und zwar ist mein Ziel so ein bisschen diese Big Box Rollenspiele für das Super Nintendo voll zu kriegen. Also nicht unbedingt alle Big Boxes, die hier in Europa erschienen sind, weil es gibt natürlich auch so ganz, ganz exotische, wie ich glaube, in Schweden ist eine Zelda Big Box erschienen und sowas zu besorgen und oder hier diesen Metroid auch als Big Box ist, glaube ich, auch arschteuer. Das muss ich nicht unbedingt haben. Also ich muss es nicht alles haben, aber so ein bisschen so als kleines Ziel, so ganz, ganz langfristig, nicht, dass ich die jetzt irgendwie sofort brauche oder so, sondern wenn sie es mal anbietet, will ich diese Dinger zusammenkriegen. Und zwar liegt das, glaube ich, einfach daran, auch an Kindheitserinnerung, weil ich weiß noch, wie ich Secret of Mana bekommen habe als Kind. Und da wusste man sofort, als man diese große Box hatte, mit dem Spieleberater drin und so weiter, das ist wirklich ein besonderes Spiel. Und dann meine früheren, sage ich mal, Spielerfahrungen, nicht viele Spiele mich so geprägt haben wie Secret of Mana. Also, dass es nachhaltig wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Ja, auf jeden Fall, ich schweife ab. Ich habe mir Lufia in der Big Box geholt. Vom Spiel, ehrlich gesagt, kenne ich mich nicht so viel aus, wie man sieht. Der Zustand ist durchaus, ja, ich drehe es mal um, ist in Ordnung. Ich habe jetzt keinen Spitzenpreis bezahlt. Aber man guckt sich natürlich auch bei eBay mal rum. Kommt natürlich dann gleich auch in seine Schutzfolie. Man guckt zwar eBay natürlich auch rum, also es wären auch Boxen im wesentlich schlechteren Zustand angeboten, die für mehr weggehen. Also ich habe jetzt 120 Euro bezahlt, ist jetzt kein Spitzenpreis, aber für den Zustand in Ordnung. Und zwar vor allen Dingen, weil natürlich auch alles dabei ist. Und wie ihr sehen könnt, ist der Spieleberater vor allen Dingen auch spitze. Also die Boxen, die ich sonst so gesehen habe, da sieht der Spieleberater meistens relativ ramponiert aus.
Ich blätter mal auf, also sollte vielleicht auch in die Kamera halten. Sieht sehr, sehr gut aus, im sehr guten Zustand. War aus einer Sammlungsauflösung, wenn ich das richtig gelesen habe. Das Modul hatte ich auch mal rein, das sieht auch richtig, richtig gut aus. Also, ich bin zufrieden auf jeden Fall. Ich denke mal, es war jetzt nicht der beste Preis, den man jetzt bezahlen konnte. Ja, Lufia, sagt mir bei dem Spiel, ich habe es noch nie gespielt. Ich freue mich da werde ich mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen. Ich freue mich da ein bisschen mehr einzutauchen. Soweit ich weiß, ist das ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Werde ich mal reinschauen. Auf jeden Fall wird das denn oben hier, mit dem Spiegelverkehr, da muss ich echt erst hinten kommen, wird das denn da bald den Mystic Quest und Secret of Mana Gesellschaft leisten. Vorher habe ich mir natürlich auch schon bestellt, dass ich das schön einpacken kann. So. Und mehr habe ich nicht. Reicht ja auch für einen eher schwachen Monat. Ja, wollen wir mal schauen, was der nächste Monat bringt. Danke, dass ihr reingeschaltet habt auf jeden Fall. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr nicht zu sehr abgeschweift bin. Und wir hören uns beim nächsten Test oder sehen uns beim nächsten Pickup oder ähnliches. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.